In den vorangegangenen Videos hatten wir uns angeschaut, wie eine Angebotskurve grafisch hergeleitet werden kann aus der Grenzkostenfunktion. Und das möchte ich jetzt für den Fall steigender Skalenerträge auch noch einmal versuchen. Bei steigenden Skalenerträgen liegt eine Situation vor, wo eine Vervielfachung der Inputs zu einer überproportionalen Vervielfachung des Outputs führt. Und es ist dadurch immer leichter, eine höhere Menge zu produzieren. Die Gesamtkosten haben dann in so einer Situation so einen konkaven Verlauf, nennen wir das, oder auch rechts gekrümmt. Ja, es ist also die Kosten, die steigen immer weniger, wenn ich mehr produziere. Ja, wie sieht in so einer Situation die Grenzkostenfunktion aus? Hier hatte ich in den vorangegangenen Videos, wo wir das Verfahren schon so grafisch versucht haben wiederzugeben, uns so drei Punkte rausgesucht, an denen wir den Anstieg untersucht haben, unserer Gesamtkostenfunktion. Denn die Grenzkostenfunktion ist ja die Funktion der Anstiege der Gesamtkostenfunktion. Und wir sehen, dass der Anstieg erst groß ist und dann immer kleiner wird. Ich trage die mal einfach irgendwo ein als fallende Funktion. Das wären unsere Funktion der Anstiege in dk nach dx oder auch die Grenzkostenfunktion. Ja, nun brauche ich noch meine Durchschnittskostenfunktion. Die Durchschnittskostenfunktion konnten wir ermitteln, indem wir in die einzelnen Punkten den Anstieg des Fahrstrahls untersucht haben, und der Fahrstrahl war eine Verbindung des Koordinatenursprungs hin zu dem Punkt auf der Gesamtkostenfunktion. Wir sehen, dass dieser Fahrstrahl oder der Anstieg des Fahrstrahls immer flacher wird. Je weiter ich die Funktion k von x nach rechts entlang wandere, umso flacherer wird der Anstieg meines Fahrstrahls. Damit ist unsere Durchschnittskostenfunktion auch wieder eine fallende Funktion. Für größere x sind die Durchschnittskosten kleiner als für kleinere x. Ja, nun möchte ich aber vor allem auch noch die Durchschnittskosten in Relation setzen zu den Grenzkosten. Dazu müssten wir uns in jedem dieser Punkte mal anschauen, wie der Anstieg des Fahrstrahls zum Anstieg der Funktion selbst im Verhältnis steht. Fangen wir mal bei dem Punkt hier ganz links an. Hier haben wir einen Anstieg der Funktion, und der Anstieg des Fahrstrahls, er ist aber größer, weil unser Fahrstrahl so von unten unsere Funktion berührt. Noch deutlicher sehen wir das vielleicht bei den anderen beiden Punkten. Sie sehen hier den Anstieg in dem zweiten Punkt, den Anstieg der Funktion in rot und den Anstieg des Fahrstrahls in grün. Und im dritten Punkt erst recht. Ja? Sie sehen also, dass der Anstieg des Fahrstrahls immer größer ist, in jedem Punkt, an jeder Stelle, als der Anstieg der Funktion selbst. Das bedeutet, dass unsere Durchschnittskosten an jeder dieser Stellen, wie ich die jetzt so mit eintragen würde, immer größer sind als die Grenzkosten. Unsere Kurve der Durchschnittskosten sieht also irgendwie so aus. Ja, nun, nachdem wir die Grenz- und die Durchschnittskostenkurve uns grafisch bestimmt haben, können wir Schlussfolgerungen auf die Angebotsfunktion ziehen. Denn wir hatten gesagt, die Angebotsfunktionen sind die Grenzkosten in einer Konkurrenzsituation, solange die Grenzkosten nicht kleiner sind als die Durchschnittskosten. Wir würden also erstmal nach der Funktion der roten Grenzkosten hier schauen, die sehen wir. Jetzt aber noch überprüfen, ob an jeder Stelle die Grenzkosten auch nicht kleiner sind als die Durchschnittskosten. In unserer Abbildung sind aber die Grenzkosten immer systematisch kleiner als die Durchschnittskosten. Die rote Funktion dk nach dx verläuft unter der grünen k durch x. Das bedeutet, wir haben schlicht keine Angebotsfunktion. Eine Angebotsfunktion setzt ja Konkurrenz voraus. Situationen mit steigenden Skalenerträgen neigen aber dazu, dass die Produktion in einem Unternehmen sich konzentriert, weil das Unternehmen mit
ja, was irgendwo einen Mengenvorsprung hatte am Anfang, mit geringeren Durchschnittskosten arbeiten kann als alle anderen Unternehmen und damit alle anderen Unternehmen aus dem Markt verdrängen kann. Je mehr es wächst, umso preiswerter pro Stück kann es produzieren. Bei steigenden Skalenerträgen hätten wir also jetzt hier keine Angebotsfunktion in einer Konkurrenzsituation. Im nächsten Video variieren wir jetzt mal unsere Erkenntnisse, die wir zu fallenden, konstanten und steigenden Skalenerträgen hatten, und betrachten eine Situation, wo wir zunächst steigende und dann fallende Skalenerträge haben.